Es ist die Scheißpuppe! Alter, wo ist die? Die treibt Psychospiele mit mir. Da ist er, da ist er. Na, na, das schmeckt dir nicht, ja? Ich habe auch noch Laub in Stärke dafür. Scheiß Puppe! Was zum Teufel? Nein! Mist! Töte! Das tödliche Foto knapp verfehlt. Kurz bevor sie uns packt, hat sie den Schnappschuss-Moment. Jetzt! Ah! Scheiße! Es sind zwei! Eine nimmt nur Schaden! Oh Gott, ey! Ja! Scheiße, es nimmt ganz andere Dimensionen an. Jetzt sind es wirklich zwei. Eine nimmt Schaden, die andere nicht. Glaube ich zumindest. Alter, die kreisen mich an! Wo ist die? Ey, da, in dem engen Raum, da tauchen noch einmal zwei auf! Das ist unheimlich! Komm her, ich brauche nur einen Glückstreffer. Geh weg! Das war die falsche! Die scheiß Puppe, ey! Ich bin erleichtert, ich hab's geschafft. Gott, ey. Hat mich jetzt nervlich nicht ganz so doll angespannt wie der Kampf mit der Glockentussi. Aber immer noch stark genug. Durch viele Schreien wird meine Kehle langsam bis angekratzt. So, Koffeinspiegel erfolgreich erhöht. Weiter im Programm. Schaut die scheiß Puppe. Du scheiß Puppe! Oh Gott! Okay, einen haben wir. Was ist das nächste? Nein, das Haus der Osakas machen wir nicht. Friedhof. Ja, ganz genau. Ich ziehe dem Friedhof dem Haus der Osakas vor.
Alter, ich möchte gar nicht wissen, was auf dem Friedhof eigentlich auf uns wartet. Wo komme ich hier raus? Lasst mich hier raus! Ich will nach Hause. Ich will meine Goldfische füttern. Ich will aus diesem scheiß Haus raus. Ja, anscheinend kannst du da hinaus. Dann geh auch hinaus, Mädel. Gott, ey. So, auf geht's. Ich hänge schon wieder an Pixel. Auf geht's. Im bewegten Eilschritt zum Friedhof. Mit unglaublicher Spiellichtgeschwindigkeit. Wir sind so schnell, dass sich alles um uns herum nur in Zeitlupe bewegt. Das ist die Physik, meine Damen und Herren. So funktioniert das. Ich habe das Gefühl, das Haus der Osaka sollten wir vielleicht doch lieber als lieber zuerst machen. Denn da, wohin die, es ist gerade bewusst geworden, wir müssen an dem verdammten Zeremonieraum vorbei. Da will ich nicht vorbei zweimal müssen. Okay, Miyako, Liebling, ich bin zu Hause. Hast du mir einen Tee gemacht? Ich würde auch mit einem heißen Kakao vorlieb nehmen. Und ich hoffe mal, du hast nicht wieder einen deiner Tage, wo du so transparent und unscheinbar durch die Gegend läufst. Da machst du mir nämlich Angst. Ihr seid doch viel schlimmer! Verdammt nochmal, Miyako! Kümmere dich gefälligst um die Kinder! Die rennen durchs Haus und machen die Einrichtung kaputt! Warum? Alter! Ey, jetzt im Ernst! Jetzt voll im Ernst. In dem Spiel gibt es weder Monster, im Moment, bis auf diesen einen Kusabi, aber der trägt eigentlich nur eine Maske, oder sonst irgendwas. Es sind eigentlich nichts weiter als ganz normale Leute. Aber die verjagen mich so derartig, wie es kein Necromorph, Alien, Zombie oder sonst irgendetwas bis jetzt in einem Spiel je geschafft hat. Alter! Es kann sein, dass ich durchdrehe langsam, aber es ist ja so. Es ist voll und ganzes so. So voll und ganzes mal die Dialekte langsam, wie ich hier nicht mal halte gerne. Und ich hier dann so hier, ja. Das ist ein Repräsentativ. Transfer ich jetzt das Let's Play, also bei dem ist die ganze Teil hier. Ja, also kann ich aber das machen, aber dann hört der mir keiner mehr richtig zu. Und dann versteht keiner mehr. Da verstehst du kein. Wieso laufe ich da eigentlich lang? Let's play! ich muss mal zum X-Raum. Hallo? Lass mich durch. Alter. Buh, 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 buh. So. Now here's sex. Aber stimmt ja. Masumi und Miyako haben ja ursprünglich nicht hier gewohnt. Das waren andere Leute. Scheiße, warum wieder da raum hier?
Kräutermedizin! Ich pfeife random music specials. Also ich habe keine Ahnung, entweder sagt Tom, hey, hier oder obey me. Ich verstehe nicht, was der sucht. Ich verstehe es nicht. Ich hörte, mir bleibt nichts anderes übrig, als wieder mal das gesamte Haus. Mein gesamtes Haus abzuklappern. Alter. Welcher? Wo? Hier ist irgendwo eine Präsenz. Da. Mist. Meint ihr mich? Ich hab's gespürt. Argonitsplitter. Ich hab's gespürt, dass die mich packen wollte. Scheiße, das war da. So. Argonit. Was wollen mir die Horrorkinder denn sagen? Argonitsplitter. Achso. Das glaube ich nicht. Forever and never. Das war jetzt sehr hilfreich. Man hat was zum Untersuchen. Hallo? Ich kann durch die vergittertes Fenster in den Raum hineinsehen. Da spiel doch mal! Die Lampe in diesem Raum brennt. Hinter dem Moskitonetz liegt ein Photon. Ich wette, das hätten wir schon am Anfang des Spiels machen sollen und dann wird dies ein Durchgangsraum sein? Ja. Durchgangsraum? Bin ich dumm? Das ist kein Durchgangsraum. So, wir müssen, wie gesagt, hier die gesamte Haus abklappern, weil ich wieder keine Ahnung habe, was ich hier machen muss. Bei der Gelegenheit nehmen wir jeden Gegenstand mit, den das Haus, wohlgemerkt, das Haus lebt, ja, ist ein lebender Organismus, zieht sich zusammen, wenn es kalt ist und dehnt sich aus, wenn es heiß ist. Ja, das ist aus irgendeinem Albtraum. Now play with me. Was wollte ich sagen? Mit Häusern zusammenziehen, nicht wahr? Ich weiß nicht, der Zimmerpflanzengeschmack wohlgemerkt. Immer noch. Ich habe das Gefühl, wir spielen mit dem Verstecken. Ja, immer noch besser als Räuber und Gendarm. Oder Alien und Predator.
Weihwasser! Weihwasser kann man nie genug haben. Da sind sie irgendwo. Mist, kein Fünf. Die spielen tatsächlich Verstecken mit uns. Okay, solange sie nur Verstecken mit uns spielen, ist es mir eigentlich in dem Sinne egal, aber... Komme ich jetzt an das Leuchttier ran? Verstecktes Mädchen, hör auf, so unheimlich zu sein. Dieses dünn, 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 dünn. Ein Granatapfel hätte ich jetzt gerne. Ich hab Hunger. So, Edelstein, schöne Farbe, bla bla bla. Alles unnötige, wichtige Infos, die wir alles übersehen und überlesen. So, wo ist jetzt der Granat? Ich habe das Gefühl, niemand hat sie gefunden. Warum habe ich das Gefühl? Weil es hieß, dass diese Edelsteine, je länger sie im Besitz von jemandem sind, die Emotionen des Besitzers aufnehmen. Ja, aber wir haben hier ja hauptsächlich nur Informationen von Kurz oder während eines bestimmten Ereignisses. Das bedeutet für mich, dass ich jetzt schon wieder spinne. Nein, für mich bedeutet das, dass diese Edelsteine hauptsächlich Emotionen ablesen, die sagen wir so, die Emotionen und Gedanken, die der Besitzer kurz vor seinem Tod hatte, scheinen sich am stärksten in diese Edelsteine eingraviert zu haben. Also glaube ich, die Kleine hat niemand gefunden. Bis wir endlich mit der Taschenlampe kamen und sie aufgeleuchtet hatten. Die Miyako hat es ja nicht geschafft damals. Die hat sich lieber entschlossen, selbst zum Geist zu werden und uns heimzusuchen. Als allererstes. Geht doch weg, ey. So. Ich glaube, es waren drei Geister, die wir gesehen haben. Also gibt es hier noch irgendwo noch ein drittes Kind, das sie versteckt. Komm, klassisch, in die Richtung. Ich hasse diese Soundeinlage. Ich hasse sie akkurtisch. So, der Kimono sieht immer noch... berühren! Ich höre was knacken auf dem Ohr. Die wichtige Gegenstandsanzeige leuchtet. Warum leuchtet die wichtige Gegenstandsanzeige? Ah. Es ist nicht genug Platz, als dass sich jemand hinter dem Kimono nur auf dem Kleiderständer verstecken könnte. Für ein Kind schon.
glaube, ich habe es gerade versaut. Komponierte Kommode öffnen. Kommode ist leer. Toll. Ich glaube, ich habe es gerade versaut.